Na, ihr steckt auf Fruchter, was geht? Wir sind zurück in Prince of Persia Wild Warriors. Und letztes Mal haben wir den schwarzen Typen abgehängt. Ich habe leider gefailt mit der Aufnahme. Ich habe es ohne Sprache aufgenommen. Deswegen war es eine Soundaufnahme mit Speedart. Ich hoffe, es ist nicht so schlimm gewesen. Also, ich hoffe, es hat nicht ein paar gekränkt, dass ich kein richtiges Let's Play bin. Aber, na egal, wir gehen jetzt mal in die Sandstrudel und schauen, was jetzt passiert. Kommen wir wieder in die genau in die Gegenwart. Ich verstehe es nicht. Was bringt es, hin und her zu laufen, um sich in die eine Zeit und in die andere Zeit zu porten? Ich konnte den Dahaka abhängen. Vorerst. Ich sollte wachsam bleiben, denn er wird zurückkommen. Das tut er immer. Woher kennt er den Typen, den Dahaka? Würde mich mal interessieren. Aber gut, das mal zur Seite. Ich weiß nicht, was der Dahaka ist, wer der Dahaka ist, aber das ist die schwarze Riesenviech. Den haben wir schon mal gesehen. Was für ein Monster ist das? Folge ich mir. Was war das für ein schlechter Scherz gerade? Aber okay. Was ist das für ein roter Finzel? Das Schwert lasse ich jetzt liegen. Ich spiele lieber mit E-Packen, weil irgendwie ist es nutzvoller. Jetzt müssen wir erstmal schauen. Wo mischen wir hin? Mischen darauf. Nur wie. Ja, ich habe Jucken gesagt. Ihr habt richtig gehört. Ah, ich sehe schon. Wir müssen an die Säule. Ah, ja. Ich sehe schon. An die Säule. Dann hier rauf. Aber hier waren wir schon, sage ich ja. Kann ich mich genau erinnern. Da war nämlich diese Schatzkiste, diese Secret. Warum sind wir jetzt wieder hier? Das verstehe ich nicht ganz. Ich meine, wir gehen in die eine Portal wieder zurück in die Gegenwart, um dann... Warum der jetzt nicht da rumgeschlichen? Ah, weil da nicht. Achso, ja, ich verstehe schon. Um dann wieder hier auf derselben Stelle zu sein mit demselben Portal und demselben Ergebnis. Das raff ich nicht ganz, aber okay. Wir werden einfach weiterspielen und schauen, was jetzt passiert. Die Stelle kennen wir auch noch. Hier war der Rabentyp. Ja, genau. Hier war der Rabentyp. Gehen wir mal geradeaus weiter rum. Gefährlich auch. Das war mein Fail. Okay. Timen. Jetzt. Wow. Das ist ein Safe Point. Den nehme ich mal. Ich weiß ja nicht, ob ich richtig gehe. Ich habe echt keine Ahnung schon mehr. Das ist einfach sehr, sehr, sehr verwirrend. Weil ich meine... wieso geht denn die eine... in die Zukunft, um dann wieder in die Gegenwart an derselben Stelle zu gehen, wo wir vorhin waren. Das ergibt doch gar keinen Sinn. Und jetzt sind wir wieder hier bei der Treppe, da wo wir letztes Mal hochgegangen sind. Ich steig da noch nicht ganz dahinter, aber... na gut. Wir befolgen einfach mal das, was man so tut. Und ja, mal schauen, ob ich richtig laufe überhaupt, weil ich bin echt verwirrt gerade. Okay, das kennen wir ja noch mit Wandlauf. Es ist easy zu überqueren. Hier kommt man mit Jumpen. Ja klar, das kennen wir ja noch. Ich weiß jetzt nicht, ob ich im Kreis gehe oder ob ich richtig bin. Ich bin einfach gerade sehr verwirrt. Ich habe echt keinen Plan gerade. Spring mal darüber bitte. Danke. So, das ist dasselbe Spaß wieder. Das kennen wir auch noch. Jawohl. Und jetzt sind wir hier. Die Tür ist auf. Da war letztes Mal die Tür zu. Ich erinnere mich. Da war letztes Mal das Tor zu. Da mussten wir dann erstmal rumjumpen und schauen, wie wir da hinkommen und weiterkommen. Warum geht's hier runter?
vielleicht keinen besinnlichen Grund. Auf jeden Fall speichere ich lieber an jeden scheiß verkackten Speicherpunkt. Auch wenn es blöd ist. Ich gehe da lieber auf Nummer sicher. Aus dem Grund, weil ich weiß nicht, was auf mich zukommt. Und deswegen bin ich da lieber vorsichtiger. Wow. Okay. Wow. Okay. Alter. Okay, timen. 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 Jetzt. Okay. Also das mit dem Timing habe ich gut drauf. Da muss ich jetzt rollen. Jetzt. Okay, also man sieht, ich habe ein gutes Timing. Oh Mann. Okay, ich kann... Der Wandsprung bringt da gar nichts. Und hier kann ich höchstens mich dranhängen, aber sonst nichts tun. Was nun? Man kann sich da runterhängen, aber nicht dahin klettern oder dahin klettern. Aber ich könnte doch möglicherweise... Nee. Der kommt da nicht schön, der Junge. Der kommt dann da schön. Okay. Problem. What are you doing yet? Boah. Eigentlich hätte ich gedacht, ich muss darauf, aber ich komme ja nicht hoch wegen dem hier. Ich bin spastig, ich komme nicht raus. Schaut mich an. Okay. Problem. We have a problem. Ich könnte zwar jetzt testen. Zum Beispiel das hier. Ah! Genius! Du bist mein. Aber warum? Und hier zum Teufel nochmal diese Kletterdinger. Ist dann Secret? Nee. Unmöglich in Secret. Unmöglich. Okay, wir müssen gleich wieder timen. Erstmal warten. Okay. Jetzt. Schneller, 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 schneller. Okay, wieder Bandlauf. Springe mal lieber hier auf die Seite. Vorsichtig. Jetzt. Wow, gut gemacht. Das läuft ja richtig gut. Heute habe ich ein gutes Bauchgefühl. Ja. Wieder ein Tor, da wo wir nicht vorbeikommen. Mal schauen, wie das aufgeht. Achso. Das ist ja easy. Einfach stehen bleiben. Und chillen. Wow. Puh. Das war knapp. Whoa, wo sind wir denn jetzt? Dann zieht ja mal Jeil aus. Jetzt bin ich gespannt, was passiert. Oh ja, ich denke mal hier. Ah. Dieser Ort ist gefährlich. Ihr hättet nicht zurückkommen sollen. Ich hatte keine Wahl. Ich muss die Herrscherin sprechen. Ha, unmöglich. Mein Ziel. Eile ist geboten. Ich muss sie sprechen. Er versteht nicht. Wenn das letzte Korn dieser Sanduhr fällt, wird die Herrscherin den Sand der Zeit erschaffen. Euer Anliegen kann nicht wichtiger sein als das. Ich bin hier, um die Erschaffung des Sandes zu verhindern. Dann ist euer Ansinnen vergeblich. Die Erschaffung des Sandes wurde im Buch der Zeit vorausgesagt. Sie kann nicht aufgehalten werden. Ich habe euch das Leben gerettet. Zweimal. Alles, was ich verlange, sind Auskünfte. Verratet mir, wo der Sand erschaffen wird. Dort. Aber der Raum ist versiegelt. Ihr könnt nicht hinein. Es muss einen Weg geben. Ha, dazu müsstet ihr die Verteidigungsanlagen der Burg umgehen. Ein vergebliches Unterfangen. Wenn ein Mann dem Tod ins Antlitz schaut, ist das Unmögliche ein geringes Hindernis. Sagt mir wie. Nun gut. Das Tor wird von einem ausgeklügelten Uhrwerk im Inneren des mechanischen Turms gesteuert. Angenommen, ihr erreicht den Mechanismus und setzt ihn in Gang, dann braucht ihr immer noch Energie. Wenn Wasser durch den Graben fließt, wird der Mechanismus angetrieben. Aber zuvor müsst ihr den Graben über den Zulauf im Gartenturm füllen. Setzt beide Türme in Gang und das Tor öffnet sich. Dies wird euch nützen. Cool, neues Schwert. Es ist mehr als nur eine Waffe. Denn damit kann man das System von Brücken aktivieren, Zugang zu den anderen Türmen geben. Aber es ändert nichts, denn... Und da ist der Sprachfehler wieder.
Zum Glück gibt es ja einen schönen Lesetext, aber das lese ich jetzt nicht vor. Danke für den Hinweis. Hoho! Ich habe nur den Hinweis nicht hören können. Schade. Ihr haltet das Schlangenschwert. Dieses besondere Schwert dient als Schlüssel und verleiht euch einen mächtigen Combo. Drückt MT1. Jetzt habe ich eine Vierer-Kombi. Nice! Nicht mehr Dreier, sondern Vierer. Nice! Okay, erstmal umschauen. Ich will da nochmal rauf. Doch. Hier kann man safen. Wahrscheinlich, wenn wir mal reinkommen. Ja. Psch. So. Was ist das? Ah, das sind Symbole, die auch... Oh Gott. Wir haben wahrscheinlich noch echt viel zu tun. Erstmal müssen wir wieder hier raus. Ich weiß schon, wo wir hin müssen. Aber dafür müssen wir das Tor nochmal aufmachen und den ganzen Weg zurückgehen. Tschüss Mädchen, danke für die Auskunft. Ja, toll. Au, voll in den Rücken. Verdammte Kacke. Wir gehen außen rum. Au. Nein, drüber. Ja. Ich habe mich zweimal verletzt jetzt schon. Also der Rückweg ist schlechter irgendwie. Die Rolle. Jetzt müssen wir der Rolle hinterhergehen und dann rechtzeitig raufgehen. Jetzt nur und drüber und drunter und weg. Yippie! Ach, deswegen sind die Dinger da, damit man zurück kann. Ah. Ey, die sind doch so intelligent. Ich hatte echt gedacht, man muss irgendwie da weitergehen, aber das wird ja keiner auch gezeigt, dass man Wandlauf macht. Das konnte ich jetzt nur erahnen. Aber okay, wir haben es gelöst. Shoot. Wieder timen. Warten. Jetzt. Wow. Okay. Alles gut. Okay, wieder warten. Diesmal ist es schwerer, weil wir müssen... Ja. Toll. Alter. Ich bin gleich tot. Gut, dass da ein Wasserbecken ist. Scheiße, der Rückweg war schlechter. Gleich mal safe, weil wir müssen den Schlüssel aktivieren und ja, ich glaub, dann wird's wahrscheinlich witzig. Mal abwarten und überraschen lassen, würde ich mal sagen. Ich denke mal, irgendwas mit dem Boden passiert hier, aber mal gucken. Praktisch. Ja, ich lag richtig. Oh nein. Halt die Schnauze! Ich will dich tot sehen, da. Es ist eine Ehre für euch, durch mein Schwert zu sterben. Lol, die sind One-Hit. One-Hit mit dem Schwert. Ich will ihn werfen. Nein. Schade. Aber die sind One-Hit mit dem Packen. Das ist so genial, das Spiel. Ich liebe es jetzt schon. Was ist gerade passiert? Das war ja geil. Da hat sich einfach mal der ganze Boden und der Raum verändert. Das ist ja sowas von geil. Oh, ich bin verliebt in das Spiel, aber ich muss auch bald wieder cutten. Schon wird's wieder Zeit. Ich habe schon ziemlich viele Safe Points erreicht. Nein, vorsichtig. Kein Scheiß bauen. Und rüber. Und die Kiste. Ich weiß immer noch nicht, was es mit den Artefakten auf sich hat, aber es ist mir auch egal. Weil ich den jetzt killen will. Vierer-Kombi. Boah, der vierte Schlag tut weh. Richtig weh. Okay, da muss man wieder rollen. Wandlauf unmöglich. Hier kann ich vielleicht... Nein! Wandlaufen. Oh, lucky. Wenn das mal nicht getimt ist. Ich dachte es mir. Ah, scheiße. Oh. Nein, hör auf. Artefakt. Ich brauch Sand. Gib mir mal Sand. So. Ich habe ihn ja netterweise verbraucht.
Also ich muss slow-moden, wenn ich da drauf stehe. Und warten, bis alle Plattformen ausgefahren sind. So wie letztes Mal. Drauf stehen bleiben. Und slow-moden, schneller, schneller, drüber rollen, drüber rollen, drüber rollen, drüber rollen, drüber rollen, drüber rollen, schneller, schneller. Boah. Okay, geschafft. Nein, nicht mit slow-moden. Oh, ich verkriege mich schon mal. Okay. Was muss ich tun? Da unten sind Bars und da kann man den Weg gehen. Ich kann nicht an die Stange ran, das sieht man ja. Ich kann höchstens runtergehen. Dann werde ich das einfach mal machen, aber mit einem Bandlauf, weil ich ja nicht weiß, was passiert. Und ich glaube, da kann man sich hinhängen. Yeah, gleich mal Sand geöffnet, auch nicht schlecht. Wieso sollte ich mein Schwert nutzen? Ich habe die Macht der Mächte. Okay, das klingt schwul. Okay, man müsste da entlang gehen können. Da ist so ein Schlitz, den sehe ich ja von hier aus. Dann muss ich ja hier Wand laufen und dann... Nein! Vielleicht Wandsprung machen, bevor er abfällt. Aber mal nochmal probieren. Nee. Ja, das war ein Kill. Okay. Vergessen wir das mal. Gehen wir mal erstmal hier runter und schauen uns um. Vielleicht müssen wir auf die andere Seite. Auf jeden Fall ist da ein Schalter. Und was zum Hinhängen oder Auffahren. Hier kommt man gar nicht hin. Da kann man sich nicht hinhängen. Hier kann man auch nichts tun. Dann bleibt ja doch nur einem das. Oder komme ich nicht hin? Boah, gemein. Gemein, gemein, gemein. Nee. Bringt gar nichts. Okay, ich muss überlegen, was könnte ich tun? Ich komme ja schon nicht an die Stange ran. Seht ihr? Hä? Ah, lol, ich habe gar nicht gewusst, dass der so hoch springt. Okay, mein Fail. Es war doch einfach als gedacht. Slow Mode. Slow Mode aktivieren für Rolle. Tick, 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 schnell. Okay, haben wir geschafft. Hier ist der Safe Point und jetzt werde ich erstmal cutten. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich bin Ulrike der Pingo und nicht vergessen, immer schön die Steckdosen befruchten. Ihr kleinen Schmullis hier. Bis zum nächsten Mal. Gut gemacht, Rico. Oh, und wir brauchen auch noch 10.000 Lagerkugeln. Ich sagte 10.000.